Da zieht er sich schon auf eine Stadt zurück. Das gefällt mir jetzt aber überhaupt nicht, dass er das macht. Aber dazu lasse ich ihm keine Chance. Ich glaube, mit dem muss ich ja auch mal wieder weiterziehen, weil der hat sonst bald nichts mehr übrig. Und diese Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen, solange da nichts in der Nähe ist, was den dann noch angreifen kann. Snipe ich den hier einfach mal. Da kommt er wieder mit seiner Supercore Power, die ihm jetzt hoffentlich nicht allzu viel bringt. Gabe ist eigentlich ziemlich stark. So, mein größtes Problem gerade ist, ich kann ihn eigentlich nur von zwei Seiten angreifen. Ich glaube, ich korrigiere ihn nicht von der Stadt darunter. Ist nicht so leicht. Es ist schließlich Kanbei. Gut, ich könnte jetzt schon noch versuchen, hier noch anzugreifen. Immerhin noch auf 2 und 1 HP runter. Also wenn ich zu Glück habe, kriege ich ihn noch auf 1 HP. Jupp. Schaden vom Vulkan kriegen. Das muss ich jetzt einfach mal in Kauf nehmen. Mehr kann ich gerade auch nicht tun. Oh. Sind wir schon wieder so weit? Schöne Supercore Power Time. Dann legen wir doch los. Covering Fire. Yeah.
mal den rum. Machen wir den da oben weg. Werde ich nämlich mit der Artillerie den hier weghauen. Wieder fast gar nichts mehr, was irgendwie bedrohlich sein könnte. Nur noch ein paar kleine Medium-Tanks und die werden auch schon ausgerottet. Oh, der hat keine Muni mehr, verdammt. Hätte das jetzt noch so schön funktioniert. So, dann schauen wir mal, was Zack noch macht. Aber das muss es mir wert sein. Einfach damit ich die Neo-Tank da kaputt schießen kann. Ja, reicht wahrscheinlich nicht, ne? Der reicht nur mit relativ guter Wahrscheinlichkeit. Wenn ich die zweite Front gewinne, dann habe ich unten natürlich wieder den schönen Vorteil. Ja, gewonnen ist sie ja eigentlich schon. Sie muss nur noch beendet werden. Die Einheiten beschädigt sind, dann wollen wir ja versuchen, sie zu reparieren. Das könnte für die allerdings schön in die Hose gehen, weil sie dadurch mir nochmal eine schöne Zielscheibe bieten. Könnte ja jeder daherkommen und einfach meinen Comptower besitzen. Ich habe es irgendwie geschafft, beide meine Panzer so zu platzieren, dass sie an einem Lava-Spot standen. Und ich bin zu faul, mir auswendig zu merken, wo die Teile hinfallen. Ich brauche ein paar Mech-Einheiten.
Prozent. Das ist zumindest schon mal fast alles. Ich schaff's eh nicht mehr, die alle zu besetzen, bevor ich die Front gewonnen habe. Also, das kann ich auch gleich sein lassen. Schießen wir da in der Mitte noch den Rest kaputt, der da noch rumsteht. Bin jetzt am Überlegen, ob ich das Ozium schon anschießen soll. Aber da habe ich noch mehr als genug Gelegenheit für. Wahrscheinlich hier oder hier. Das heißt, hier kommt Tower-Stelle. Egal, wo das Ozean hingeht, ich kann es mit der Artillerie in der nächsten Runde treffen. Das geht ja noch. Ich hätte schon gedacht, die hätten ein bisschen weniger. Da kommt er wieder mit seinem Forced March. Naja, es hätte ja beinahe geklappt. Mit dem Flughafen. Raketenwerfer. Oh, das ist ja super, dass das Ding genau 10% macht. Ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich war mir nicht sicher, ob der den One-Hitten kann. Die zweite Front ist das sowieso so gut wie gewonnen. Ich schaff's irgendwie immer, meine Einheiten genau in die ins
Feuer von den Vulkanen reinzustellen. Ich weiß nicht, wie ich das immer schaffe. Es sind nicht unbedingt viele Felder, die davon betroffen sind. Aber ich erwische immer genau die richtigen. Sorgen machen muss. Nächste Runde habe ich ihn. Weil er mir sowieso nichts mehr kaputt machen kann, ist es ja egal, ob ich jetzt noch in der Lava stehe oder nicht. Die Lava kann die Einheiten auch auf maximal 1 HP runterhauen. Keine Sorgen. Das kann man nämlich schön mit Fernwaffen kiten. The secondary front is under our control. We've seized the volcanic controlling unit. Grahaha, now we can really unload these chumps. I learned those black hole types not to use a volcano against me. The orange star army has won the secondary front line. So, jetzt zuallererst mal das hier. Da wir hier unten ja auch zwei Com-Towers haben, ist JD hier auch nicht so schwach.
schwächer als oben auf der Main Front, auf der Secondary Front, aber auf jeden Fall definitiv nicht zu unterschätzen. Vor allem können wir jetzt ein bisschen schneller capturen. Stimmt, jetzt ist der ja wohl der Fion. Den hier noch ab. Auch wenn sie nur ein HP haben, die ganzen Einheiten, auch sind sie trotzdem. Einmal noch für Xavier. Ist es nicht eigentlich genug, wenn ich das Ding jetzt noch fertig versetze? Commander Sanya, we found a black hole unit hiding it out in the city. We think they were causing the eruptions, so we detained them for questioning. The eruptions on the secondary front should cease immediately. Excellent shot, man. That will make it easier to win the day. Match me, father. I will be victorious. Okay, das war doch nicht die Siegesbedingung. Habe ich mich ein kleines bisschen geirrt. Das war wirklich nur, um die Vulkaneruptionen auf der ersten Front, auf der zweiten Front zu stoppen. Sechs Tagen zu gewinnen, was kein so großes Kunststück sein sollte.
wir den Neotank da hinten noch kaputt schießen. Ich will nur verhindern, dass der von seiner Basis da wegkommt und dass der dann noch was provoziert. In der nächsten Runde kann ich ihn dann nämlich kaputt hauen. Ja, hauen sogar nur den Beatcopter kaputt. Dann bye bye. Ah, utterly humiliating. But better to flee and lick my bones than become fodder for the hounds. Oh yeah, we totally slammed them. One more battle under our belt. Haha, keep them coming. I feel like I'm 80 again. You rock that, old timer. Listen up, everyone. We're going to the Central Plains. If he can win, we should be able to boot Black Hole out of Omegaland for good. Commander Rachel, this is serious. We just got the report. It's easy, Colin. No need to burn your grits. Rachel ain't going anywhere. Calm down and speak slowly. Yes, you're right. Calm thoughts. Cool thoughts. Oh, it's terrible. Omegaland is turning into a desert again. Dude, weak. No. Wir haben endlich Chelvia auf Rang 1 bekommen. Hat auch schon lang genug gedauert. So, ich bin jetzt schon wieder bei fast 2 Stunden Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich es noch fertig kriege, aber wenn ich die nächste Mission schaffe, die letzten zwei sind nämlich ein Kinderspiel.